Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zum Kaufmann von Venedig in Bezug auf einen Kurs in Wundern. Eine etwas andere Betrachtung, zweifelsohne, des Kaufmanns und seiner harten Geschichte. Shakespeare war genial. Er hat das menschliche Treiben sehr nüchtern und klar beschrieben, in den schillerndsten Farben, keine Frage. Und deswegen war er sicherlich auch so populär, weil er den Leuten den Spiegel vorgehalten hat. Ich will versuchen, heute Abend den Kern rauszuschälen. Wir werden uns das Gerichtsverfahren anschauen im Einzelnen. Da habe ich eben auch den Text da und werde das dann vorlesen, erläutern, Parallelen zum Kurs ziehen. Und ich habe jetzt mal hier, Kaufmann von Venedig, mal die Hauptakteure aufgezeichnet. Antonio, das ist der Kaufmann von Venedig, ein wohlhabender, schon etwas älterer Kaufmann, dessen Freund Bassanio, der auf Freiersfüßen wandelt und eine hübsche Dame, die Portia, umwerben will, allerdings ein kostspieliges Unternehmen, er braucht dafür Geld. Allein schon diese Tatsache, ja, gibt doch zu denken, wie das mit der Liebe so ist. Es geht ja also auch um ein lukratives Geschäft. Der Kurs würde sagen, eine besondere Liebesbeziehung. Ja, also auch ein Deal, ein Geschäft irgendwo im Hintergrund. Dann Shylock, der Gegenspieler, das ist der Jude. Und ich möchte gleich vorweg sagen, es geht mir nicht darum, hier die Juden, die es so eben auch nicht gibt, zu verurteilen oder zu brandmarken. Ich sehe die ganze Sache völlig anders. Das alles, diese vier oder noch mehr Protagonisten, das alles sind wir, der eine Gottessohn. Das ist mir ganz wichtig. Man muss das betonen, dass es nicht zu Missverständnissen da kommt. Ja, es geht hier nicht um rassistische Tendenzen oder irgend so etwas oder im religiösen Sinne, dass man ausgrenzt. Es ist natürlich der Grundkonflikt zwischen Christentum und Judentum, den Shakespeare hier auch aufgegriffen hat. Die Juden als Sündenböcke, die Zinswucher betreiben, ja, Geldverleiher, das blieb ihnen ja noch. Viele Berufe waren ihnen ja nicht zugänglich. Und auch im alten Venedig war das schon so. Sie lebten in einem Ghetto und mussten abends dann sich dort zurückziehen. Die Tore wurden geschlossen. Also man fragt sich schon, was da los war. Ja, es ist die alte Geschichte, die nicht nur im Zweiten Weltkrieg dann ihren Höhepunkt gefunden hat, im Warschauer Ghetto oder wo auch immer, im Ghetto von Lodz, sondern eben auch da schon ein riesiges Thema war. Und insofern hier der Konflikt zwischen Christentum und Judentum. Und ich meine, es spiegelt den Grundkonflikt des einen Gottessohnes, der wir alle sind, in milliardenfacher Zersplitterung mittlerweile, ja, den spiegelt es sehr gut, dieses Stück. Und es ist für mich eine Lektion in Unbarmherzigkeit. Und das betrifft uns, denke ich, alle. Ja, es geht immer um uns dabei, um einen selber. Ich bin darauf gekommen, darf ich kurz erwähnen, durch eine Verfilmung, wie das so ist, bis man sich so ein Stück dann zu Gemüte führt und liest. Da muss schon viel passieren. In der Regel geht es heute über Kulturprogramm, also Bühnenstück oder Film. Und da habe ich die Verfilmung gesehen mit Al Pacino, den ich ja für einen genialen Schauspieler halte. Er ist wirklich sehr gut. Er hat den Juden natürlich gespielt, Al Pacino. Und viele andere gute Schauspieler dabei. Und diese Verfilmung kann ich generell empfehlen. Schauen Sie sich's an, besorgen sich das. Wie gesagt, ich kann das hier leider nicht so zeigen, deswegen ich werde es vorlesen und entsprechend deuten. Aber das lohnt sich, wenn man mal den Kaufmann von Venedig sehen will. Das ist eine tolle Verfilmung mit Al Pacino. Ist zu bekommen. Ist eine Doppel-CD oder noch mit einem anderen Film in einem Doppelpack. Der andere ist mit Meryl Streep, glaube ich, irgendeine andere Erzählung. Aber lohnt sich, kann man kriegen, ist eine tolle Sache. Gut, ich möchte zu Beginn, weil es ein Haufen Stoff ist, den wir heute Abend doch bearbeiten wollen, und wir machen dann so um 8:30 eine Pause von 20 Minuten, möchte ich kurz von Wikipedia zitieren, die Inhaltsangabe, dass Sie wissen, was läuft. Ja, vielleicht kennen nicht alle den Kaufmann von Venedig. Ich kannte ihn ehrlich gesagt bis vor kurzem auch nicht. Und alle reden immer von Hamlet und den berühmten Stücken ja von Shakespeare, Macbeth und so weiter, den wir in der Schule durchgekaut haben in Englisch. Aber ich glaube, der Kaufmann hat es auch in sich. Also es ist eine tolle Sache. Gut, ich lese das mal vor. Von Wikipedia, wenn Sie irgendwelche Inhaltsangaben brauchen, schauen Sie bei Wikipedia rein. Man kann da mittlerweile auch einen Betrag spenden, dass die sich halten können und nicht kommerzialisiert werden. Ist eine gute Sache. Antonio, ein venezianischer Kaufmann, möchte seinem Freund Bassanio
unterstützen, der auf Freyers Füßen wandelt. Bassanio hat sich in Portia, eine reiche junge Adelige, verliebt und die Brautwerbung verspricht teuer, letztlich aber auch sehr lukrativ zu werden. Um dem Freund mit dem nötigen Geld unter die Arme greifen zu können, macht Antonio selber Schulden, und zwar bei dem jüdischen Geldverleiher Shylock. Shylock, der von den Christen Venedigs verachtet und von Antonio öffentlich beleidigt wird und der seinerseits Antonio stellvertretend für alle Christen hasst, bietet im Gegensatz zu seiner üblichen Wucherpraxis an, diesmal auf Zinsen zu verzichten. Als Sicherheit verlangt er, scheinbar zum Spaß, nur dies. Gelingt es dem Schuldner nicht, das geliehene Geld rechtzeitig zurückzuzahlen, so hat Shylock Anspruch auf 1 Pfund Fleisch aus Antonios Körper. Und zwar unterhalb des Herzens darf er das rausschneiden, ja? Antonio willigt ein, unterschreibt einen entsprechenden Schuldschein, das ist im Text dann der Schein, bezieht sich auf Schuldschein, ist er sich doch sicher, dass seine Handelsschiffe, die zurzeit auf großer Fahrt sind, bald reich beladen nach Venedig zurückkehren werden. In Belmont muss sich auch Bassanio auf eine ungewöhnliche Übereinkunft einlassen. Portias verstorbener Vater hat testamentarisch verfügt, dass ihre Bewerber von 3 Kästchen, einem goldenen, einem silbernen und einem bleiernen, jenes auswählen müssen, welches Portias Bild enthält. Wem das nicht gelingt, der muss zeitlebens ehelos bleiben. Natürlich wählt Bassanio, wie soll es anders sein, anders als seine Mitbewerber, das richtige bleierne Kästchen und heiratet Portia. Zurück in Venedig findet er Antonio in argen Sorgen. Die Schiffe des Kaufmanns scheinen verschollen und es ist aussichtslos, dass er Shylock die geschuldete Summe, 3000 Gulden, rechtzeitig zurückzahlen kann. Shylock wetzt schon sein Messer und hat auch eine Waage mitgebracht, also in den Dogenpalast, in den Gerichtssaal, ja. Er hat auch eine Waage mitgebracht, als der junge Advokat in Anführungsstriche Balthasar erscheint, bei dem es sich in Wirklichkeit um die nach Venedig gekommene verkleidete Portia handelt. Toll gemacht. Ja, da kommt jetzt eine Spannung auf, da sind Versteckspiele. Ja, das ist also schon Unterhaltung auch auf hohem Niveau, was Shakespeare da immer geliefert hat. Also Portia hat sich als Advokat verkleidet und in letzter Minute die Lösung präsentiert. Ich nehme das jetzt mal vorweg, auch wenn der Knalleffekt dann weg ist. Zwar habe Shylock vertragsgemäß Anspruch auf das Fleisch, er dürfe dabei jedoch kein Blut vergießen. Ja, das soll er mal machen. Das will ich sehen, ja. Das wollten die alle sehen. Ne? Tue er es doch, so drohe ihm die Todesstrafe. Jetzt fällt das auf ihn zurück, ja? Und alle seine Güter würden vom Staat konfisziert. Weiter sei in den Gesetzen Venedigs festgelegt, dass, wer als Fremder nach dem Leben eines Bürgers trachte, die eine Hälfte seines Vermögens an die gegnerische Partei, Antonio, die andere Hälfte an den Staat verliere. Sein Leben hänge von des Herzogs Gnade ab, also der Doge. Verbittert muss der Gläubiger seine Niederlage eingestehen, doch zeigt der Doge Milde, und Antonio bietet die Rückgabe seiner Hälfte an, wenn Shylock zum Christentum konvertiere. Das ist natürlich ein Hammer jetzt, der hier kommt, ja. Wie soll der nicht konvertieren, ne? So ungefähr, angesichts dieser Summe, die er dann dafür kriegt. Das ist, dadurch kann man keinen zum Christentum locken, ne? Ich halte es natürlich für einen Unsinn. Das Christentum überzeugt nur, wenn es gelebt wird und zwar aus dem Herzen und nicht gerechnet wird. Also diese Geschichte ist zweifelhaft. Und seine Güter nach seinem Tod seiner Tochter Jessica, die Tochter vom Shylock heißt Jessica und deren Freund Lorenzo, ein Freund vom Bassanio, dass denen das vermacht wird. Der gebrochene Shylock erklärt sich zu allem bereit und verlässt das Gericht. Am glücklichen Ende treffen sich in Belmont die Paare Portia Bassanio, Nerissa Graziano, sind 3 Paare, und Jessica Lorenzo mit Antonio. Es geht natürlich toll aus, so fast wie bei Rosamunde Pilcher. Also man kann nur sagen, Shakespeare wusste, was die Leute wollten, ja. Und Antonio erfährt dann noch, um das Ganze zu krönen, dass seine Schiffe sicher angekommen sind. Also er steht nicht schlecht da, ja. Aber es geht auf und ab und wir werden in dieses Spannungsfeld jetzt mal dann einsteigen. Gut, das ist mal so die Inhaltsangabe.
Und zunächst mal vorweg, allein schon der Deal, diese Abmachung, wenn er nicht zahlen kann, also großzügig verzichtet er auf Zinsen, ja, und er will nur im Falle des Falles ein Pfund Fleisch haben. Das ist natürlich ein unzulässiges Vorgehen. Also nach dem Strafgesetzbuch wäre das heute nicht tragbar. Ja? Es ist zum Beispiel das Glücksspiel um Haus und Hof strengstens verboten. Und zu Recht, weil man solche Verrücktheiten nicht dulden will. Sie schaffen nur sozialen Unfrieden. Und das ist auch logisch. Ich denke, es ist zwingend. Ja? Die Leute sind schon wahnsinnig genug. Da darf man ihnen nicht noch solche Plattformen des Wahnsinns bieten, dass sie das ausleben können. Und dieses Pfund Fleisch ist natürlich mit dem Hintergedanken, den kriege ich, ne? Den hole ich mir ran. Und mal sehen, was das Schicksal so vorhat. Und wenn er nicht zahlen kann, freue ich mich jetzt schon, nicht? Also hier geht's um Rache, nicht? Es geht um Angriff, es geht um Rache. Und das ist ja auch hier der Kern des vierten Aktes in der ersten Szene. Und da werde ich jetzt auch einiges dann draus vorlesen. Es geht also um die große Verhandlung. Das ist sozusagen im Kino, würde man sagen, der Showdown, ja. Da stehen die Kontrahenten sich gegenüber. Der Richter ist da. Und jetzt ist die Frage, ist ein toller Spannungsaufbau, ne? Shakespeare hat es genial gemacht. Also Spannung bis zum Schluss. Wenn man die Geschichte nicht kennt und den Film sieht, man ist wirklich im Adrenalin so richtig drin, ne? Da läuft schon was ab in einem, weil es ja um Leben und Tod geht. Und das ist auch sprachlich jetzt in der Übersetzung, jetzt im Deutschen kommt das ganz gut rüber. Da will ich jetzt mal einsetzen, irgendwo, jetzt schauen wir mal, habe ich es richtig, ja. Die Reklamausgabe ist da hilfreich, diese kleinen Hefte, man muss es sich dann vergrößern, sonst kann man das nicht lesen. Das ist so klein, dass man Kopfschmerzen kriegt nach einer Weile. Shylock sagt vor Gericht: Ich leg euer Hoheit meine Absicht vor, bei unserem heiligen Sabbat schwor ich es, zu fordern, was nach meinem Schein mir zusteht. Also nach meinem Schein könnte man jetzt doppelt sehen, ja, doppelt gedeutet, der Schein trügt, aber hier geht's auch um den konkreten Schein, um den Schuldschein, wenn das Wort fällt. Wenn ihr es weigert, tut's auf die Gefahr der Freiheit und gerechtsam eurer Stadt. Ihr fragt, warum ich lieber ein Gewicht von schnödem Fleisch will haben, als 3000 Dukaten zu empfangen? Darauf will ich nicht Antwort geben. Also er verweigert erstmal die Aussage, ja, zu diesem Punkt. Warum ein Pfund Fleisch, wenn doch 3000 Dukaten ein ganz anderer Wert sind, mit dem er was machen kann? Hier geht's um ganz persönliche Motive. Und dann führt er das jetzt sehr schön aus, in sehr harten Bildern auch. Aber setzet nun, dass mir so ansteht, ist das Antwort genug? Wie, wenn mich eine Rat im Hause plagt und ich, sie zu vergiften, nun 10.000 Dukaten geben will? Ist's noch nicht Antwort genug? Also Antonio als Ratte, ne? Hier kommen jetzt handfeste Vergleiche. Es geht wirklich zur Sache. Es gibt ja Leute, die kein Schmatzen Ferkel ausstehen können. Manche werden toll, wenn sie eine Katze sehen, noch andere können, wenn die Sackpfeife durch die Nase singt, vor Anreiz den Urin nicht bei sich halten. Der inneren Stimmung Meister lenken sie nach Lust und Abneigung. Nun, euch zur Antwort, wie sich kein rechter Grund angeben lässt, dass der kein Schmatzen Ferkel leiden kann, der keine Katz, ein harmlos nützlich Tier, der keinen Dudelsack und muss durchaus sich solcher unfreiwilligen Schmach ergeben, dass er belästigt, selbst belästigen muss. So weiß ich keinen Grund, will keinen sagen, als eingewohnten Hass und Widerwillen, den mir Antonio einflößt, dass ich so ein mir nachteilig Recht an ihm verfolge. Ja, er hat ein Recht an seinem Schuldner und das fordert er ein, dieses Pfund Fleisch. Und dann sagt er nur zum Schluss, habt ihr nun eine Antwort? Er geht knallhart vor. Man weiß gleich, wo man dran ist. Das ist letztlich die Seite im Kurs im Wundern immer wieder beschrieben, die Brutalität des Egos. Das ist der mörderische Impuls, der in uns allen ist, wohlgemerkt. Ja, das ist keine jüdische Qualität. Schauen wir uns die christlichen Kreuzzüge an, das war nicht viel besser. Das ist genau dasselbe in Grün oder Rot oder was auch immer. Ja, das ist alles wahnsinnig. Und dann kommt Bassanio,
Nein, es ist keine, du fühlloser Mann, also keine Antwort, die ihm gefällt, die deine Grausamkeit entschuldigen könnte. Shylock, muss ich nach deinem Sinn dir Antwort geben? Nicht? Er beruft sich auf das, was in ihm wirkt, das ist abgrundtiefe Abneigung und Hass gegen seinen Schuldner. Und er hat ihn ja auch öffentlich verachtet und kundgetan, ich glaube bespuckt, also im Film wird so gezeigt, dass er ihn bespuckt öffentlich, ja, so als sei er der Abschaum dort in Venedig. Und das ist klar, das war eine Hassbeziehung, ne? Eine ganz offene. Und jetzt hat er ihn in der Falle. Und dann sagt Bassanio, bringt jedermann das um, was er nicht liebt? Ein toller Satz. Bringt jedermann, man könnte sagen, ja. Ja, wir bringen es um. Was man nicht wirklich liebt, der Kurs würde sagen, im Geiste der Liebe wirklich anschaut, das wird am Ende umgebracht. Ob man es zuvor liebt und dann hasst und dann erst umbringt, das ist eine andere Frage. Das sind Phasen. Der Kurs im Wundern spricht ja von der besonderen Liebes- und Hassbeziehung, die eine mörderische ist. Sie ist das Grundmuster der Beziehung hier auf Erden. Das ist unser Grundproblem. Und die endet immer mörderisch, nämlich mit dem Tod. Wir wollen das Objekt, das wir begehren, auch zerstören, im Sinne von uns einverleiben. Da darf kein zweites draußen bleiben. Ich will es haben, es muss in mir sein. Ich will es ja buchstäblich einverleiben. Und genau darum geht es hier, das bringt er hier auf den Punkt. Bringt jedermann das um, was er nicht liebt? Ja, ja. Also, was er nicht liebt, wir können sogar so weit gehen, sogar was er liebt, wird sich wandeln. Es ist eine schwankende Beziehung, diese irdische Liebe. Das zeigt ja der Kurs auf, in der besonderen Liebes- und Hassbeziehung. Es ist eben nicht die Liebe, um die es eigentlich geht. Aber hier geht es erstmal um die Abneigung. Und da geht es darum, es wird bezahlt mit dem Tod. Shylock, wer hasst ein Ding und brecht es nicht gern um? Der Mann ist völlig ehrlich. Der sagt, wie es ist. Der sagt, das sind meine Triebe. Und die sind in euch auch. Ne? Das ist völlig klar. Der nimmt ja kein Blatt vorm Mund. Bassanio, Beleidigung ist nicht sofort auch Hass. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Beleidigung ist Hass. Natürlich scheint es da graduell was zu geben, ja, so Abstufung von Abneigung und von Angriff. Aber Angriff ist Angriff. Und Liebe und Vergebung ist etwas völlig anderes. Bassanio glaubt, dass es Grade gibt von Abneigung und dass man da differenzieren muss. Formal juristisch ja. Also wenn wir jetzt irdische Maßstäbe angehen, wird man sagen, na klar, ob einer einen anspuckt oder Messer zwischen die Rippen schiebt, da gibt's schon Unterschied, ja? Das wird verschieden geahndet. Das ist schon richtig. Davon reden wir hier aber nicht. Wovon spricht der Kurs? Immer von einer Geisteshaltung. Nicht, wie es in der Bibel heißt, ich glaube im Alten Testament, und prüfe mich auf Herz und Nieren und siehe, wie ich's meine. Was ist mein Motiv, mein tiefstes? In meinem Herzen, auf Herz und Nieren. Also Herz, für mich symbolisch das Zentrum der Liebe, die Nieren für den Willen, der Willensimpuls. Was will ich? Wonach trachte ich? Und da müssen wir sagen, es geht immer um mörderische Impulse. Solange wir in der Ego-Welt sind, geht es um Vernichtung des Anderen. Ja? Ob wir das dann stilisieren, hochstilisieren, ja, zur freien Marktwirtschaft oder was auch immer, das ist letztlich egal. Das Ergebnis ist erst einmal Krieg. Lese das nochmal kurz hier. Bassanio, wie die argumentieren auch, hochinteressant. Bringt jedermann das um, was er nicht liebt? Shylock, wer hasst ein Ding und brecht es nicht gern um? Bassanio, Beleidigung ist nicht sofort auch Hass. Shylock, was? Lässt du dich die Schlange zweimal stechen? Soll die zweimal zubeißen? Einmal reicht ja wohl. Und mit der Schlange meint er hier Antonio und das Christentum und die Verachtung dem Judentum gegenüber, seiner Gruppe, ja? Und da hat er genug Elend erlebt. Vorher kommt ein langes Klagelied von Shylock.
erklagt, ja, wie sie verachtet werden, wie sie gemieden werden, wie schwierig es ist, sozial da gut leben zu können, nicht? In dieser Verachtung, in diesem Ghetto auch. Und all das, das führt er schon auf. Auch zu Recht. Ich kann es verstehen, ja. Das Grundproblem ist nur, es ist der Konflikt des einen Gottessohnes, der sich aufspaltet, aufsplittet durch die Idee der Trennung, und er hat in sich schon ein Schuldproblem. Also in dem Sinne, das ist hier ein, ich weiß nicht, ob es erkennbar ist, das in dem neuen Skript ist das drin, in dem Buch Offenheit. Das ist der Grundkonflikt Kain und Abel, ist, glaube ich, zu sehen. Kain erschlägt Abel aus der Doré-Bibel. Doré hat das Alte und Neue Testament dargestellt, über 200 Stichen. Und die fand ich so stark, und ich habe dann, so, weil ich ein alter Künstler bin, ja, habe ich da ein bisschen was draus gemacht. Und habe Fotos von einer Hinrichtung mit eingebaut. Es ist immer die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Es ist immer derselbe Grundkonflikt. Wenn wir uns in Kain und Abel hineinversetzen, ist das erstmal hier ein Schock. Am Ende steht dann vielleicht Auschwitz oder Guantanamo oder was auch immer. Ja, Gewalt ist Gewalt. Und es ist völlig egal, wer hier wem was antut. Es geht um das Ergebnis, und das ist fürchterlich. Ja, also ich hebe hier nicht ab auf irgendwelche Gruppenzugehörigkeit. Die Amerikaner haben genauso viel Dreck am Stecken wie die Russen oder wie die Israelis, wie der Mossad oder wie wer auch immer. Ja, jeder Geheimdienst funktioniert mörderisch. Machen wir uns nichts vor. Da laufen schlimme Dinge. Das ist gar keine Frage. Aber das ist unser aller Konflikt, wohlgemerkt. Der Konflikt ist in uns, nicht die da draußen, irgendwelche Leute. Ja? So, und jetzt haben wir hier Kain und Abel, und dann kommt da eine Exekution und da wird eine Frau aufgehängt, ja, und so weiter. Es ist immer derselbe Konflikt. Und das Grundmuster für das Verständnis ist das Aggressionsschema. Beide, der, der angegriffen wird und der, der angreift, und das wechselt ja, das sind ja Rhythmen. Wer angegriffen worden ist, wird auch wieder angreifen. Wer sexuell missbraucht worden ist, wird auch wieder missbrauchen. Das ist völlig klar. Wir wechseln Täter und Opfer, wir haben alles in uns. Es geht immer hin und her. Und wenn Sie dann vielleicht noch Reinkarnationen nehmen, dann haben Sie noch einen größeren Rahmen. Aber das, wie auch immer die Träume sich gestalten, ja, die Albträume. Für mich sind es Albträume. A greift B an. A hat einen Schuldkonflikt in sich, und das ist dieser linke oben mit dem Pfeil, ja, dieser Spannungspfeil, das ist dieser unbewusste Bereich. Der Schuldkonflikt in jedem von uns ist erstmal abgespalten, dissoziiert, weil es anders nicht geht. Anders können wir das nicht aushalten. Aber was abgespalten ist, was verdrängt wird, ist eben nicht weg. Es ist immer noch da. Und es kommt hoch und wird projiziert als Groll auf einen anderen. Du störst mich, du guckst so komisch, ja? Da ist irgendwas, ne? Also du willst mich bestimmt, ne? Du willst was Böses von mir oder so, ne? Willst mich bestimmt beklauen oder was auch immer, ja? Und jetzt greift A B an, Person A, Person B. B hat aber dasselbe Thema. Wir haben ja alle dasselbe Thema. B hat auch einen unbewussten Schuldkonflikt, der sagt, ich bin von Gott getrennt hier. Ja, dieses Schema ist auch im Buch drin. Ich bin von Gott getrennt, ich bin eine Person, ein Ego, ich bin schuldig, verletzlich, ich erwarte und verdiene Strafe, ich sehe die Welt als Bedrohung. Das tun wir alle. Irgendwann merkt jedes Kind, das ist hier nicht das Paradies. Ne? Und meine Eltern sind nicht unbedingt so mächtig, mich hier absolut schützen zu können. Es gibt noch größere Mächte, politische, wie auch immer, ja? Instanzen, Autoritäten. Also sicher ist hier gar nichts in der äußeren Welt. Nicht? So. Der Angriff von Person A verstärkt meine unbewusste Schuld und den Glauben, ich sei ein Ego. Ich habe einen Schuldkonflikt. Das verstärkt das ja noch. Warum ziehen wir Angriff auf uns? Warum heiratet eine Frau einen Mann, der sie 10 Jahre lang schlägt und traktiert, ja, und Alkoholiker ist? Das ist doch wahnsinnig. Und macht das auch mit, 10 Jahre oder 20 oder 30. Nicht? Ist doch seltsam, dass wir das irgendwo auch akzeptieren, als müsste das so sein. Wir müssen auf diese feinen Zwischentöne achten. Und ich komme dann wieder darauf, auch beim Kaufmann von Venedig. Ja? Ich will nur den Grundkonflikt mal erklären nochmal. Weil wir unbewusst eben diesen Schuldkonflikt hier haben. So, jetzt greift B A an. B rächt sich an A und projiziert wieder seinen Konflikt, der jetzt aktiviert ist durch den Angriff auf den anderen. Und dann geht es da weiter.
Und das ist der berühmte Satz, sieh mich an, mein Bruder, durch deine Hand leide ich. Das sagt hier jeder. Ne? Jeder sucht einen Schuldigen, durch wen leide ich? Wer macht mich hier krank und so weiter. Ne? Das ist eigentlich das Aggressionsspiel. Das geht hin und das nennt man Ping-Pong-Spiel. Ne? Also ich mache Ping und der andere macht Pong. Und dann mache ich wieder Ping. Das, manche nennen das auch Beziehung. Ne? So. Pong, Ping, Ping, Pong. Ping, ja? Geht das hin und her. So, und das Kunststück ist, wenn der andere Ping macht, dass ich nicht mehr Pong mache. Damit unterbreche ich den Aggressionsfluss. Das ist die größte Schwierigkeit auch für angehende Kursschüler, ja? Kurs- und Wundernschüler oder Geistesschule oder wie auch immer, ja? Wer friedvoll werden möchte, dass ich den Angriff nicht mehr gleich beantworte. Das sehen wir dann beim Kaufmann auch wieder. Er wird gleich beantwortet, ist ein Rachebedürfnis da. Ja, Ping und ich mache sofort Pong. Ist wie ein Reflex. Komm mir nur nicht blöd. Ja, und dann geht es sofort los. Und das zu unterbrechen, bräuchte ein Bewusstsein für diesen Grundkonflikt, der in mir selber ist, dass ich meine Soße loswerden will. Das, was mich unangenehm, was in mir köchelt, dieser Grundkonflikt. Und dieser Grundkonflikt ist ein Metakonflikt. Es ist der Konflikt, den wir mit Gott haben. Eigentlich geht es darum. Es hat mit anderen Menschen gar nichts zu tun. Da zeigt es sich nur. Da spiegelt sich die Geschichte. Das finde ich so genial am Kurs. Es geht nicht um die Welt, es geht nicht um die sozialen Bedingungen hier. In dem Sinne, es geht um unsere Beziehung zu Gott selbst, zum Geist, zur Liebe. Und da haben wir ein Problem. Wir glauben ja, dass wir die Liebe nicht mehr verdienen, dass wir schuldig sind, dass wir sündig sind. Ja? Es bezieht sich auf Gott. Und das projiziert sich dann auf die konkrete Beziehungsebene und da wird dann Dampf abgelassen. Da wird dann gekämpft. Und das schauen wir uns jetzt im Einzelnen hier weiter an. So, jetzt, nicht? Was lässt du dich die Schlange zweimal stechen? Sagt Shylock. Antonio antwortet: Ich bitte euch, denkt, ihr rechtet mit dem Juden. Ihr mögt so gut hintreten auf den Strand, die Flut von ihrer Höhe sich senken heißen. Ihr mögt so gut den Wolf zur Rede stellen, warum er nach dem Lamm das Schaf lässt blöken. Ihr mögt so gut den Bergestannen wehren, ihr hohes Haupt zu schütteln und zu sausen, wenn sie des Himmels Sturm in Aufruhr setzt. Ihr mögt so gut das Härteste bestehen, als zu erweichen suchen. Was wär härter? Sein jüdisch Herz. Wow, das ist eine Aussage, ja? Nein, nein, nicht nur das Jüdische, das Christliche auch. Hat sich nicht viel. Das ist dieselbe Geschichte. Ich biet euch also, bietet ihm weiter nichts, bemüht euch ferner nicht und gebt in aller Kürze und geradezu mir meinen Spruch, dem Juden seinen Willen. Also Antonio hat abgeschlossen. Für den ist die Sache gelaufen. Der sieht sich schon im Sarg. Der weiß, er wird verbluten. Er wird es nicht überleben, das Pfund Fleisch, was rausgeschnitten wird, ja? Der hat abgeschlossen. Der ist nervlich so gestresst. Man muss sich das mal vorstellen. Er weiß, was auf ihn zukommt. Und der Hohe Rat in Venedig, der Doge, muss Recht sprechen. Er muss sich an das Recht Venedigs halten. Weil wenn er hier einen Präzedenzfall macht und das Recht beugt, worum er gebeten wird von einem Freund von Antonio, er wird gebeten, das Recht zu beugen, dann weiß er, das ist das Einlasstor für den Wahnsinn. Dann ist nur noch Hauen und Stechen. Dann können wir uns an nichts mehr verbindlich halten. Ja, dann ist die Würde des Gerichts und der Gerechtigkeit und so weiter, dann ist das alles hinüber. Und das ist hier die Schwierigkeit. Bassanio, statt der 3.000 Dukaten sind hier 6. Er erhöht. Er hat sich 6.000 besorgt. Er kann es zahlen. Ja, und er setzt etwas dagegen. Shylock, wer jedes Stück von den 6.000 Dukaten sechsfach geteilt und jeder teilen Dukat, ich nehme sie nicht, ich wollte meinen Schein, den Schuldschein. Man stellt sich das mal vor, hier geht es um Summen. Hier wird erhöht und er rechnet noch höher und sagt, ich mach's nicht. Ihr könnt hier auffahren, was ihr wollt, Berge von Gold. Ich werde sie nicht nehmen. Ich will meinen toten Antonio hier sehen. Ne? Der gehört mir. Doge, jetzt kommt der Doge und sagt einen starken Satz. Wie hoffst du Gnade, da du keine übst? Jetzt erinnert er ihn an, vielleicht braucht er mal die Gnade und hofft vielleicht darauf.
und hier übt er keine. Ja, Saat und Ernte und so weiter, was von einem ausgeht, was man, das ist der Grundgedanke vom Kurs. Der Kurs würde hier sagen, ja, was ich anderen gebe, gebe ich immer mir selbst. Das ist aber aufgrund der hypnotischen Beziehung, die wir hier in dieser Welt eingehen, über Körper nicht zu verstehen. Wir glauben an Trennung und an die Projektion der Trennung in Form von Körpern. Ja, das war der größte Trick des Egos, dass Körper gemacht wurden. Damit scheint die Trennung vollzogen. Und man kann etwas rausschmeißen, sprich projizieren auf andere und man hat es wirklich weg. Man ist das Ding los. Man hat einen Sündenbock gefunden. Das Prinzip des Sündenbocks. Und dass das nicht funktioniert, führt uns der Kurs immer wieder vor. Was ich dem anderen gebe, gebe ich mir. Ich trachte ihm nach dem Leben und grabe mir mein eigenes Grab. Das ist eigentlich der Punkt, um den es geht. Und dazu möchte ich jetzt auch Stellen raussuchen. Ist ein bisschen schwierig, es gibt sehr viele Stellen, wir werden hin und her springen. Ich versuche irgendwie den roten Faden hier durchzuziehen, es ist nicht so ganz einfach. Ja? Kurz mal zum Thema Gerechtigkeit. Es ist ja auch ein Stück über Gerechtigkeit. Was ist gerecht? Ja? Es geht um die Gerichtsbarkeit. Der Kurs sagt, Seite 537, das 25. Kapitel, Römisch 8, Arabisch 3, es gibt eine Art Gerechtigkeit in der Erlösung, von der die Welt nichts weiß. Für die Welt sind Gerechtigkeit, und jetzt kommt's, der Kurs ist ja immer sehr prägnant da und direkt, für die Welt sind Gerechtigkeit und Rache dasselbe. Ja, ist so. In Wahrheit suchen wir Gerechtigkeit und in der Gerechtigkeit auch Rache. Wir wollen, dass der andere bezahlt. Das ist eine ganz starke geistige, emotionale Energie, ja, die uns antreibt, wenn wir einen anderen vor Gericht ziehen. Für die Welt sind Gerechtigkeit und Rache dasselbe. Man kann vor Gericht gehen und auf die Rache verzichten. Das ist möglich, aber das ist eine spirituelle Leistung. Das muss man erst mal hinkriegen. Ich sage nicht, dass niemand mehr vor Gericht gehen darf. Es geht mir um das wie ich das tue. Und da muss ich mich selber prüfen. Ich kann es bluttriefend, ja, sozusagen, oder wie auch immer, ja, lechzen tun, dass ich sage, den anderen will ich fertig machen, oder ich kann sehen, eigentlich ist es furchtbar, das zu tun, ich habe Skrupel sozusagen, ja, den anderen so vorzuführen, aber es ist nicht zu vermeiden im Moment, diese Schlacht muss gekämpft werden. Das gibt es. Ich habe schon vor Gericht gestanden mit anderen Leuten, ja, und Sie vielleicht auch. Und manches ist nicht zu vermeiden, aber es geht um die Energien, die uns dann treiben, im Innersten, im Geist. Der Kurs zielt nur auf den Geist ab. Was ist mein geistiger Zustand? Was ist meine Motivation? Was will ich eigentlich? Das interessiert ihn, weil wir sind Geist. Was da draußen in Körpern läuft, ist ziemlich irrelevant. Das ist nur die Bühne. Wir müssen zurück in den Geist und dort die Dinge korrigieren. Noch einmal. Für die Welt sind Gerechtigkeit und Rache dasselbe. Denn Sünder sehen die Gerechtigkeit nur als ihre Strafe an. Richtig. Genau. Wie sagen Sie, na, jetzt kriege ich Strafe, ne? Jetzt muss ich bezahlen. Die vielleicht jemand anders erleidet. Der aber nicht zu entrinnen ist, der Strafe. Niemand entrinnt sie. Also sie holt irgendjemanden, holt sie ein. Die Gesetze der Sünde verlangen nach einem, und jetzt kommt's, Opfer. Es geht um die Idee des Opferns. Ja, es muss ein Preis bezahlt werden, damit Schuld aufgehoben wird. Das ist in der katholischen Theologie der Gedanke, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Es ist eigentlich ein wahnsinniger Gedanke, weil dadurch die Sünde der Welt, der Menschen wirklich gemacht wird. Es gibt sie jetzt wirklich. Es ist etwas ganz Schreckliches passiert und die Allmacht Gottes ist in Frage gestellt. Wir haben ihn wirklich angegriffen. Das ist ja der Grundgedanke des Kurses, der aller Theologie völlig widerspricht. Ja? Also Gott muss seinen Sohn, den eingeborenen Sohn, diesen Jesus Christus opfern, damit ein Opfer da ist, damit das Opferlamm die Sünde auf sich nimmt und die anderen reingewaschen sind. Das ist eine sehr blutrünstige Opfertheologie.
ist es. Da muss immer Blut fließen. Das haben wir in archaischen Kulturen schon, wo Kinder geopfert wurden, wo Frauen geopfert wurden, wo ja die Projektionsfläche der Hexenverfolgung und so weiter, nicht, wo Frauen dann herhalten mussten, auch als Opferlamm in Anführungsstrichen, damit die sich sauber fühlen konnten, die anderen, die das dann, die Frauen auf die Scheiterhaufen führten. Es ist immer dieselbe Geschichte. Die Gesetze der Sünde verlangen nach einem Opfer. Dieser kurze Satz schon. Das schafft eine Klarheit, dass wir wissen, wenn wir in Kategorien der Sünde denken und fühlen, müssen wir Opfer bringen. Und das machen wir alle. Wir alle denken und fühlen magisch, dass das magische Denken und Fühlen schon im Kindesalter, ich habe was Schlimmes getan, jetzt muss ich irgendwie das ausgleichen. Jetzt müssen wir mal mit dem Herrgott kurz verhandeln. Und wie kriege ich das jetzt? Ja, also ich weiß, wie das ist. Jedes Kind muss mal stehlen. Wir alle haben wahrscheinlich schon gestohlen, die wir hier sitzen. Wenn nicht in diesem Leben, dann im vorigen. Garantiert. Ich sag's Ihnen. Okay? Haben wir uns richtig verstanden? Ja? Und das ist eine wichtige Erfahrung. Weil da spiegelt sich der Grundkonflikt der Schuld. Ich weiß noch, wie mir das passierte. Ich fühlte mich ziemlich schlecht. Ich fühlte mich so bedrückt, weil der Gruppenzwang, ja, so die Gangs und so weiter, wie die Kinder das so machen mit, wann war das, 5, 6, 7, 8, irgendwann geht das los, nicht? Dass man im Kaufhaus was mitgehen lässt. Und jetzt entsteht ein Gruppendruck und man will natürlich zur Gruppe gehören. Und jetzt macht man das mit. Und ich halte es für eine wichtige Grunderfahrung, das mal zu spüren. Es müsste natürlich reflektiert und verarbeitet werden und begleitet werden, ja, durch jemanden, der Durchblick hat, ja, mit jemanden. Ich habe es nachher so gelöst. Ich habe später mir den Wert ausgerechnet dessen, was ich habe mitgehen lassen und habe dann das Geld irgendwann im Kaufhaus an der Kasse liegen lassen und bin abgehauen. Ja, so macht man das dann, ne? Unter anderem, weil ich wollte die Schuld loswerden. Also ein Opfer und ein möglichst etwas größeres Opfer noch über den Wert hinaus war wichtig, damit man frei wird davon. Wir alle müssen diese Schuld erfahren. Sie kennen vielleicht die Geschichte vom östlichen Meister, da kommt ein Schüler und brüstet sich beim Meister. Meister, ich habe noch nie gestohlen, ich bin ganz sauber da. Und er sagt, der Meister, geh sofort in den Nachbarsgarten und stiehl einen Apfel. Ja, was soll er denn mit dem anfangen? Der weiß ja gar nichts. Der weiß nichts um den menschlichen Grundkonflikt der Schuld. Also muss er schuldig werden. Er muss reingeführt werden. Er kommt gar nicht drum rum. Er soll nicht gleich einen umbringen, aber er soll mal klauen. Und das drückt ja auch. Denn Schuld ist Schuld. Ja, natürlich meinen wir, es gebe Grade von Schuld und eine Hierarchie von Illusionen, als wäre eine Illusion nicht ganz so schlimm wie die andere. Das ist Unsinn. Damit räumt der Kurs ja auch auf. Illusion ist Illusion und Schuld ist Schuld. Ob klein oder scheinbar groß, es ist alles verrückt. Ja. Gut. Die Gesetze der Sünde verlangen nach einem Opfer. Wer es sein mag, macht keinen großen Unterschied. Tod muss jedoch der Preis sein und er muss beglichen werden. Das ist nicht Gerechtigkeit, sondern Wahnsinn. Das ist jetzt der Kommentar vom Kurs. Ja? Jesus sagt, das ist Wahnsinn, wenn du so denkst. Und viele empfinden ja auch die Krönung ihres Lebens, nämlich den physischen Tod, als eine Rache Gottes. Jetzt kriegt er mich doch noch an meinen Füßen und Beinen. Jetzt muss ich doch noch bezahlen. Jetzt muss ich alles wieder hergeben. Ich kann nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Damit ist die Illusionswelt erstmal beendet. Wir können nichts mitnehmen. Es nützt uns alles nichts hier. Ja? Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Und es empfinden viele wie eine Schmach, wie einen Angriff auf sich, dass sie das hergeben müssen. Dass sie entthront werden zum Schluss, dass sie mit den Füßen zuerst aus dem Haus getragen werden und nicht aufrecht gehen können. Ja, es geht nicht. Und wer aber sich für einen Körper hält und so denkt und die irdische Welt als real sieht, der muss frustriert davor sitzen und sagen, das ist hier alles verrückt. Also das will ich so nicht. Ich muss dagegen ankämpfen. Oder ich erkenne, dass es nur Kino ist und nur eine Projektion in meinem Geist. Wie aber ließe sich die Gerechtigkeit dort ohne Wahnsinn definieren, wo die Liebe Hass bedeutet und der Tod als Sieg und als Triumph über die Ewigkeit, die Zeitlosigkeit und das Leben gesehen wird? Du, der du nicht um Gerechtigkeit weißt,
kannst dennoch fragen und die Antwort lernen. Die Gerechtigkeit schaut auf alles in derselben Weise. Es ist nicht gerecht, dass jemand Mangel leiden sollte, weil ein anderer hat. Denn das ist Rache, welche Form sie auch annehmen mag. Nehmen Sie allein mal die Tatsache, dass der eine hat, der eine hat mehr, der andere hat weniger. Wir vergleichen ständig, ja. Hier ist ständig ein Zustand von Krieg und Rache und Angriff und Neid, ja. Nicht? Wie viele Menschen sind denen neidig, die materiell viel haben und so weiter? Können wir alles mal in uns überprüfen, ja. Wir wollen Unterschiede sehen und wir sehen sie auch und es kommen entsprechende Gefühle hoch. Dass wir alle dasselbe Problem haben, das müssen wir erst mal verstehen. Dass wir eigentlich alle gleichgestellt sind sogar. Materiell offensichtlich nicht, aber geistig schon, was den Grundkonflikt angeht. Und darauf zielt der Kurs ab, dass wir das erkennen. Und daraus erst aus dem Erkennen erwächst das Verstehen und daraus kommt die Barmherzigkeit. Ja? Und hier im Kaufmann von Venedig, ich gehe gleich zurück, ist ja keine Barmherzigkeit in dem Sinne, weil nichts verstanden wird. Shylock versteht nicht und auch die anderen verstehen nicht wirklich. Der Kaufmann Antonio ist in einer sehr misslichen Lage. Natürlich wünscht er sich Barmherzigkeit, aber war er barmherzig? Nein. Und jetzt kommt alles zurück. Es ist immer dasselbe. Gut, schauen wir hier mal weiter im Text. Wie hoffst du Gnade, da du keine übst? Shylock, jetzt kommt's. Welch Urteil soll ich scheuen, tu ich kein Unrecht. Er definiert sein Vorgehen als gerechtfertigt. Das ist äußerlich, faktisch gesehen, stimmig. Da gibt's einen Schuldschein. Aber dass er schon diese Bedingung eingegangen ist, zu sagen, also wenn du nicht, du musst nicht zahlen, aber ein Pfund Fleisch, nicht, da baut er ja was ein. Er baut schon den Tod von Antonio in den Schuldschein ein. Das weiß er ganz genau. Und nach unseren heutigen juristischen Bedingungen wäre das sittenwidrig. Da würde man sagen, das geht zu weit. Hier wird mit dem Leben eines Menschen gespielt durch eine Schuldgeschichte. Das kann und darf es nicht geben. Also immerhin so viel juristischen, menschlichen Feinsinn haben wir schon entwickelt, ja, dass wir sagen, gewisse Dinge sind sittenwidrig. Die darf es so nicht geben. Das wird nicht, dem wird nicht stattgegeben. Da kann einer sonst was unterschreiben. Vor Gericht kommt er damit nicht durch. Das ist auch richtig so. Ja, wir müssen irgendwo mal ansetzen. Ich sage nichts gegen die irdische Gerichtsbarkeit. Wir brauchen sie. Wir kommen nicht drum rum. Irgendwie müssen wir den Laden hier regeln. Aber es geht hier um den geistigen Wahnsinn, der dahinter steht. Welch Urteil soll ich scheuen, tue ich kein Unrecht. Ihr habt, jetzt kommt sein, jetzt, sehr schön, was er jetzt mal, er ist ein schlauer Hund, ne? Der Shylock. So, und er argumentiert zu Recht jetzt. Jetzt schiebt er den anderen das zu, er hält ihm den Spiegel vor. Ihr habt viel feiler Sklaven unter euch, die ihr wie eure Esel, Hund und Maultier in sklavischem, verworfenem Dienst gebraucht, weil ihr sie kauftet. Sag ich nun zu euch, lasst sie doch frei, vermählt sie euren Erben. Was plagt ihr sie mit Lasten? Lasst ihr Bett so weich sein als eures sein. Labt ihren Gaumen mit eben solchen Speisen? Ihr antwortet, die Sklaven sind ja unser. Und so gebe ich zur Antwort, das Pfund Fleisch, das ich verlange, ist teuer gekauft. Es ist mein und ich will's haben. Toll. Ja, das ist knallhart, das ist eine ganz schlüssige, logische Argumentation, dass das alles Wahnsinn ist. Das muss einem klar sein. Nicht? Es gibt die Geschichte so, also wenn ich hier ein System habe, A, nicht? Und dann kommt B, aus A ergibt sich B und so weiter und X, Y, Z. So, wenn A wahnsinnig ist, dann ist der Rest bis Z auch wahnsinnig, aber er kann logisch sein. Das ist das Denksystem des Ego, was im Kurs ja auf 1300 Seiten, wie auch immer, ja, immer wieder angeschaut wird. Es ist das größte Hindernis auf dem Weg in die Liebe. Das hier, das trieft nur so vor Blut. Ne? Hier kommen die Blutstropfen raus, aus A. Und dann sind sie bei Z, ist dann der Tod, spätestens. Oder zwischendurch schon. Ja? Also ein System kann logisch sein und doch wahnsinnig. Auch im kommunistischen System, im Sozialismus, da sind einfach Denkfehler drin. Die Prämissen stimmen nicht. Und deswegen ist das Ergebnis auch scheitern. Ja? Es hat nicht funktioniert, weil die Rechnung ohne das Ego gemacht haben.
Sie haben gar nicht gesehen, wie der Mensch tickt. Und das hat nichts mit West oder Ost oder Nord oder Süd zu tun. Die ticken alle gleich. Und da tickt eine Bombe, nämlich die Ego-Bombe. Und die müssen wir verstehen lernen. Erst dann können wir sie entschärfen. Erst dann hat sie keine Macht mehr über uns. Also er bringt die Sklaven ran. Ne? Das ist natürlich, jetzt steht ihr erstmal blöd da. Ne? Ja klar, wieso? Ihr habt doch Sklaven. Ne? Was ist denn mit denen? Das ist gerecht? Das ist in Ordnung? Das ist menschlich? Nicht? Völlig klar. Das kann er sagen. Und dann setzt er noch hinzu, wenn ihr versagt, pfui, über euer Gesetz, so hat das Recht Venedigs keine Kraft. Jetzt packt er sie natürlich bei der Ehre und beim Gesetz, ja, und bei der ganzen Rechtsstruktur. Venedig bricht zusammen, wenn ihr das hier beugt, wenn ihr meiner Forderung nicht stattgibt. Das ist ein ganz klarer Konflikt. Ich wart auf Spruch, antwortet, soll ich's haben? Das Pfund Fleisch. Doge, ich bin befugt, die Sitzung zu entlassen, wo nicht Bellario, ein gelehrter Doktor, zu dem ich um Entscheidung ausgeschickt, hier heute erscheint. Also der Doge versucht, dem Kaufmann zu helfen. Bellario, ein gelehrter Arzt, weiter weg, ja, in Padua, soll kommen und sie wollen noch Hilfe holen. Und jetzt kommt der Advokat, also der sozusagen der Stellvertreter für Bellario ist die verkleidete Portia, ja, die als Mann auftaucht, sich verkleidet hat und dann entsprechend einspringt hier. Dann kommt der Diener Solanio. Euer Hoheit, draußen steht ein Bote hier mit Briefen von dem Doktor. Er kommt soeben an von Padua. Doge, bringt uns die Briefe, ruft den Boten vor. Bassanio, wohlauf, Antonio, nicht sein Freund, nicht, dem er hat ja Bassanio das Geld geliehen, damit er an die Frau kommt. So, nicht, das Geld kommt von Antonio bzw. vom Jun. Er hatte es nicht, Shylock gibt das Geld, ja, damit er hier seine Beste da fischen kann, nicht? Und er kriegt sie ja auch, die 3000 Dukaten, setzt da ein, er kommt ans Ziel. Aber der kann nicht rechtzeitig zurückzahlen. Jetzt kommt Shylock mit der Forderung, ein Pfund Fleisch. Um Zins ging es sowieso nicht, es geht nur um Fleisch. So, also Bassanio, sehr schön auch zu Antonio. Wohlauf, Antonio, Freund, sei guts Muts. Ne, der ist natürlich auch fix und fertig, der Bassanio. Er kriegt die Frau auf Kosten des Todes seines Freundes. Naja, wünsche ich eine schöne Zeit. Ne? Also das ist nicht so ohne. Ne? Das sind echte Konflikte. Ja? Ne? Der Jude soll mein Fleisch, Blut, alles haben, eh dir ein Tropfe Bluts für mich entgeht. Also jetzt setzt er sein Leben. Ja? Bassanio ist bereit, sein eigenes Leben zu setzen. Man sagt, was nützt mir die Frau, wenn du da baden gehst bei, ja? Das wird eine Ehe, also da weiß ich immer, was ich bezahlt habe. Ne? Es ist nicht schön. Schön ist das nicht. Und das sind Ego-Deals. Das ist, da zahlt immer einer einen Preis. Im Himmel zahlt niemand einen Preis, weil keiner verlieren kann. Es gewinnen alle. In der geistigen Welt gewinnen alle. Aber in diesem Wahnsinn, im Ego-Wahn, muss Blut fließen. Da muss ein Opfer erbracht werden, weil es immer nur um Schuld geht. Und hinter der Schuld steht die Idee der Trennung. Das ist der Angriff auf die Einheit. Als gäbe es zwei, als gäbe es ein Leben jenseits des Himmels. Naja, unsere Welt, unser Wahnsinn hier. So glauben wir ja. Antonio, ich bin ein ausgestecktes Schaf der Herde, zum Tod am tauglichsten. Die schwächste Frucht fällt vor den anderen. Und so lasst auch mich, ihr könnt nicht bessern Dienst mir tun, Bassanio, als wenn ihr lebt und mir die Grabschrift setzt. Das ist heftig. Der weiß genau, was ihm bevorsteht. Der Mann hat abgeschlossen. Ist ihm völlig klar, er geht bei drauf. Ja? Aber ich finde es schön, der Gedanke, dass er leben soll. Er liebt ihn sehr, ja? Also dieser Kaufmann ist ja schon eines älteren Semesters und Bassanio ist der junge Ungestüme und er freut sich mit ihm, dass er diese Frau nun erobert hat. Ja, es ist so ein bisschen so, seine eigene Jugend wird nochmal aktiviert und er sieht das aus der Ferne, aber er zahlt den Preis. Nicht? Und das ist schmerzlich, aber er will, dass er lebt. Es bringt sonst nichts. So, jetzt kommt der Advokat aus Padua und dann sagt Bassanio noch, der Jude hat ja sein Messer schon dabei und eine Waage, um das Pfund Fleisch zu wiegen. Ja? Er wetzt schon das Messer, ne? So, er macht es schon scharf.
Bassanio, was wetzest du so eifrig da dein Messer? Shylock, die Buß, dem Bankrottierer auszuschneiden. Ah, merken Sie, das geht aufs Letzte, ja? Es geht um wirklich dieses Pfund Fleisch. Er will es haben. Nicht? Er lässt sich nicht abbringen. Naja, und dann der Freund von Bassanio, der Graziano, schimpft dann noch und so weiter, dass der sein Messer wetzt, und ich kürze ein bisschen ab, und dann sagt er zum Juden: Oh, sei verdammt, du unbarmherziger Hund, und um dein Leben sei Gerechtigkeit verklagt, du machst mich irre fast in meinem Glauben, dass ich es halte mit Pythagoras, wie Tierseelen in die Leiber sich von Menschen stecken, einen Wolf regierte dein hündscher Geist, der aufgehängt für Mord die grimmige Seele weg vom Galgen riss, und weil du lagst in deiner schnöden Mutter, in dich hineinfuhr, denn dein ganz Begehren ist wölfisch, blutig, räuberisch und hungrig. Er beschreibt das Ego. Das ist eine tolle Beschreibung fürs Ego. Also der Kurs könnte es nicht besser. Der bringt ja auch harte Bilder. Wie das Ego die blutigen Hunde, die bluthungrigen Hunde der Schuld ausschickt, um Fraß zu finden, um Sündige, um Schuldige heimzuholen, an den Galgen zu liefern. Ja? Ähnliche Bilder verwendet der Kurs. Nicht? Der Ego-Impuls ist mörderisch. Es geht zum Schluss immer um den Tod. Es geht um die Rache, um die Unbarmherzigkeit, um das Letzte. Shylock, bist du von meinem Schein das Siegel wegschillst, tust du mit Schreien nur deiner Lunge weh. Sagt er sehr schön, ne? Nach dem Motto, ich bleibe bei dem, was ich will. Ich weiß genau, was mir hier zusteht. Dann sagt Shylock weiter, stell deinen Witz her, guter junger Mensch, sonst fällt er rettungslos in Trümmern dir. Ich stehe hier um Recht. Und damit meint er, ist alles sanktioniert. Egal, wie brutal dieses Recht ist. Und es ist ein blutiges Recht. Doge, der Brief da von Bellarius Hand empfiehlt uns einen jungen und gelehrten Doktor. Wo ist er denn? Nerissa, er wartet dicht bei an. Auf Antwort, ob ihr Zutritt ihm vergönnt. Doge, vom ganzen Herzen, geh ein paar von euch und gebt ihm höfliches Geleit hierher. Hör das Gericht in des Bellarius Brief. Und so weiter, dann kommt der Brief. Ich kürze ab, gehe ein bisschen weiter. Der Advokat wird zugelassen. Das ist die Portia jetzt eben, verkleidet als Advokat. Und Portia sagt dann, von wunderlicher Art ist euer Handel, doch in der Form, dass das Gesetz Venedigs euch nicht anfechten kann, wie ihr verfahrt. Ihr seid von ihm gefährdet, seid ihr nicht, Antonio? Antonio, ja, wie er sagt. Der ist fix und fertig, ne? Natürlich ist er. Portia, den Schein erkennt ihr an, den Schuldschein? Antonio, ja. Er kommt nicht drum rum. Das sind die Spielregeln. Er hat unterschrieben. Portia, so muss der Jude Gnad ergehen lassen, sagt sie jetzt. Sie schlägt vor, so muss der Jude Gnad ergehen lassen, Gnade gewähren. Shylock, wodurch genötigt muss ich? Sagt mir das. Klar, er geht nach irdischem Recht, nach irdischem Verständnis. Wieso sollte er Barmherzigkeit walten lassen? Portia, die Art der Gnade weiß von keinem Zwang. Schön. Sie singt jetzt ein Lied der Gnade. Ich sag mal, es ist wie ein Gesang. Ja, es ist schön beschrieben, was sie hier jetzt sagt. Ich finde es sehr, sehr poetisch. Die Art der Gnade weiß von keinem Zwang. Sie träufelt wie des Himmels milder Regen zur Erde unter ihr, zwiefach gesegnet. Sie segnet den, der gibt, und den, der nimmt. Am mächtigsten in Mächtgen ziert sie den Fürsten auf dem Thron mehr wie die Krone. Der Zepter zeigt die weltliche Gewalt, das Attribut der Würd und Majestät, wodurch die Furcht und Scheu der Könige sitzt. Doch Gnad ist über dieser Zeptermacht. Sie thronet in dem Herzen der Monarchen. Sie ist ein Attribut der Gottheit selbst. Stark, sie geht auf die höchste Ebene. Sie appelliert an das Selbst in Shylock, an seine wahre Natur.
Ja, deswegen dieser, ich sag mal, Gesang. Ja, es ist wie ein Gesang, sehr schön dargestellt. Und dann sagt sie noch, und irdische Macht kommt göttlicher am nächsten, wenn Gnade bei dem Recht steht. Darum, Jude, suchst du um Recht schon an, erwäge dies, dass nach dem Lauf des Rechts unser keiner zum Heile käme. Wir beten alle um Gnade, und dies Gebet muss uns der Gnadetaten auch üben lehren. Dies habe ich gesagt, um deine Forderung des Rechts zu mildern. Wenn du darauf bestehst, so muss Venedigs strenger Hof durchaus dem Kaufmann dort zum Nachteil einen Spruch tun. Also sie argumentiert toll, ne? Sie appelliert an das Höchste in ihm, an sein Herz, ja, an diese Instanz. Ich lege es hier nochmal kurz auf, das nochmal als Erinnerung zum Grundverständnis. Diese drei Teile, die uns hier begegnen, nicht? Der Geist, der reine Geist, also das Selbst, der Gottessohn in der Einheit, im Frieden, Weisheit, Liebe und rechts das Ego, das falsche Selbst, die Person, die Geschichte, all diese Dinge, die wir projizieren, der Traum, die Illusion der Welt in Raum und Zeit, das Bildermachen, Schuld, Angst und Hass. Damit kann man immer gleich ist gleich dazwischen setzen. Schuld, Angst, Hass. Schuld gebiert sozusagen die Angst nämlich vor Strafe, logisch, ja, nicht die Sünde liegt in der Vergangenheit, es ist etwas Schlimmes passiert. Wir fühlen uns schuldig, ja, und ängstlich in der Gegenwart, wir haben Angst vor der Strafe in der Zukunft. Und der Hass natürlich als die projizierte Schuld auf andere, die Schuldprojektion, wir verfolgen die Schuld in Sündenböcken. Ja, Gespaltenheit, der Schmerzkörper, der im Traum gefangene Gottessohn. Und jetzt gibt es diese Instanz hier und die gilt es zu stärken, der Beobachter und Entscheider, das Auge sozusagen, das wählen kann. Aber dafür muss es bewusst sein. Ja? Also die Bewusstheit entsteht hier im Beobachter. Wir müssen erst mal wahrnehmen können, was läuft und dann können wir neu entscheiden und sagen, ich wähle diesen Teil oder jenen Teil. Ich will, dass hier Blut fließt oder ich will Frieden haben. Und ich erkenne, dass mein Friede nur über den Frieden des anderen zu erreichen ist. Ich muss ihm Frieden wünschen. Die Heilung des anderen ist meine Heilung. Shylock, und jetzt, das ist typisch Ego. Hier sind Ego-Sätze drin, dass es einen nur umhaut. Meine Taten auf meinen Kopf. Ich fordere das Gesetz, die Buße und Verpfändung meines Scheins. Wow, es möge über mich kommen. Dann hat es das deutsche Volk nicht verdient zu überlegen, dann soll es untergehen, dann, ja, wenn es diesen Krieg nicht gewinnt und so weiter. Dasselbe, ne? Wir stecken so tief drin, wir müssen gewinnen. Goebbels. Immer dieselbe Geschichte. Meine Taten auf meinen Kopf, nicht? Das ist ein sehr, also locker dahingesprochener Satz, aber mit Konsequenzen, die ihm überhaupt nicht klar sind, offenbar. Er blendet das völlig aus. Er wähnt sich so sehr im Recht, dass er meint, er kann das ohne Probleme fordern in Bezug auf sich selber. Kein Boomerang, kein Haken, ist doch alles völlig klar. Oh ja, man wird sehen. Portia, ist er das Geld zu zahlen nicht im Stand? Bassanio, oh ja, hier biete ich es ihm vor dem Gericht, ja doppelt selbst. Wenn das noch nicht genügt, verpflichte ich mich, es zehnfach zu bezahlen und setze Hände, Kopf und Herz zum Pfand. Wenn dies noch nicht genügt, so zeigt sich's klar, die Bosheit drückt die Redlichkeit. Ich bitte euch, und jetzt sagt er das, beugt einmal das Gesetz nach eurem Ansehen, tut kleines Unrecht um ein großes Recht und wehrt dem argen Teufel seinen Willen. Das geht eben nicht. Ja. Also wenn der Doge das Gesetz beugt, ist Tor und Tür geöffnet, weiß er sofort, dann kann er einpacken. Dann gilt sein Wort und das Gesetz Venedigs nichts mehr, wenn er das jetzt durchgehen lässt. Das ist sein Konflikt. Er will den Kaufmann retten, ja, das will er natürlich. Und er weiß, mit wem er es hier zu tun hat. Aber er kommt aus dem Konflikt nicht raus. Er muss ihn opfern.
ich ziehe eine Parallele vielleicht gewagt, aber das ist so wie damals in der Rote Armee-Fraktion 70er Jahre die Entführung von Hans-Martin Schleyer. Ne? Er wurde geopfert. Schmidt musste ihn opfern, Bundeskanzler Helmut Schmidt. Er konnte nicht anders und es war entschieden. Das wurde aber nicht so offen gesagt, weil man ja auch taktieren wollte und den Leuten eine so Hinhaltetaktik, wir tauschen vielleicht doch noch aus. Aber es war völlig klar, es wird überhaupt nicht ausgetauscht. Wir werden schauen, dass wir die Leute vorher kriegen und dass wir entsprechend handeln. Und das hat er mal gesagt, es war seine schwerste Schuld. Das war seine schwerste Entscheidung überhaupt. Aber er hat konsequent auch für sich entschieden. Ja, das ist vielen nicht bekannt vielleicht. Er hatte mit seiner Frau auch ausgemacht, würde sie entführt oder er, es würde nicht ausgetauscht. Gleiches Recht für alle. Denn er hätte ja auch entführt werden können. Seine Frau, wie auch immer, die waren zwar hoch bewacht, aber möglich war damals alles. Man wusste nie, wie das ausgeht. Ja, jeden Morgen kamen die Nachrichten, ich weiß nicht, 70er Jahre, ja, also wissen die Älteren vielleicht oder uns nicht, dann kam wieder Bombenanschlag da und da wieder ein Attentat, Herrhausen und so weiter. Es war ja schlimm. Und das war die Gefahr war, dass der ganze Staat ja ad absurdum geführt wird, dass man nur noch austauscht, dass nur noch es entsteht eine Spirale des Kriegs. Also es war richtig gehandelt, zu entscheiden, wir tauschen nicht mehr aus. Lorenz war noch ausgetauscht worden. Ich glaube, Berliner Bürgermeister, ne? Konrad Lorenz. Und da wusste man, das ist die falsche Taktik. Die machen weiter. Die setzen nach. Das hört gar nicht mehr auf, ja? Und insofern ging es nicht anders. Und das, in diesem Konflikt steht hier der Doge auch, ja? Bisschen anderer Rahmen, aber letztlich läuft es auf selbe hinaus. Portia, es darf nicht sein. Kein Ansehen in Venedig vermag ein gültiges Gesetz zu ändern. Es würde als ein Vorgang angeführt und manche Wirrung nach demselben Beispiel griff um sich in dem Staat. Es kann nicht sein. Das ist die Staatsräson. Die erkennt sie auch. Da kommt man nicht drum rum. Ich meine, sie hat ja ihren Joker schon in der Tasche. Sie weiß ja, wie sie ihn zum ad absurdum führt, ja, den Juden mit seiner Forderung. Aber sie geht auf diese Ebene, sie hat völliges Verständnis dafür. Shylock, und jetzt kommt Shylock, ein Lobgesang auf Portia. Ein Daniel kommt zu richten, ja, ein Daniel, wie ich dich ehr, o weiser junger Richter. Zu dem Advokat, ne? Das gefällt ihm, Wasser auf seine Mühle, ne? Hier, mein Recht, durchdrücken will ich's. Portia, ich bitte, geb zum Ansehen mir den Schein. Sie schaut den Schuldschein an. Shylock, hier ist er, mein ehrwürdiger Doktor, hier. Portia, Shylock, man bietet dreifach dir dein Geld. Shylock, ein Eid, ich hab einen Eid im Himmel. Doppelpunkt. Soll ich auf meine Seele mein Eid laden? Nicht um Venedig. Also der pokert bis zum Letzten, ne? Der geht bis in die letzte Instanz und würde er das noch bei Gott einklagen, den Schuldschein. So weit würde er gehen, wenn er könnte. Ja, es ist Wahnsinn. Aber das ist typisch, das ist das Autoritätsproblem auch. Das ist der Autoritätskonflikt, wie ihn der Kurs beschreibt. Wir haben eine Autoritätsproblematik mit Gott. Wir wollen nicht anerkennen, dass er der Erste ist. Und dass wir aus ihm hervorgegangen sind, aus diesem Geist, aus diesem Größten. Ja, im Bild, in der Metapher, der Vater bringt den Sohn hervor. Bitte nicht geschlechtlich verstehen, ja, männlich, weiblich, das spielt da alles keine Rolle. Das sind Bilder, das sind Metaphern, wir kommen nicht drum rum. Und der Sohn ist im Vater, aber der Sohn ist in dem Sinne, ja, Mann und Frau, oder weder noch, wie wir das nehmen wollen. Es ist alles ein bisschen anders, ja, der Kurs spricht von einer geistigen Ebene, wo es in dem Sinne, in der Einheit mit Gott, überhaupt keine Geschlechtlichkeit geben kann. Das ist jenseits der Geschlechtlichkeit, so wie ein Engel auch nicht männlich oder weiblich ist. Er ist jenseits dessen. Das ist eine ganz andere Ebene. Soll ich auf meine Seele mein Eid laden, nicht um Venedig? Portia, gut, er ist verfallen. Und nach den Rechten kann der Jud hierauf verlangen, ein Pfund Fleisch zunächst am Herzen des Kaufmanns auszuschneiden. Sei barmherzig. Nimm dreifach Geld. Lass mich den Schein zerreißen. Shylock. Wenn er bezahlt ist, wie sein Inhalt lautet, es zeigt sich klar, ihr seid ein würdiger Richter, ihr kennt die Rechte, euer Vortrag war der bündigste. Ich fordere euch auf beim Recht, wovon ihr ein verdienter Pfeiler seid, kommt nun zum Spruch. Bei meiner Seele schwöre ich, dass keines Menschen Zunge über mich Gewalt hat.
ich stehe hier auf meinen Schein. Er besteht drauf. Mich kann keiner umstimmen. Er weiß, was er will. Das ist auch dieser Ego-Wahn, ja, bis zum bitteren Ende, bis zum Untergang. Ne? Der Amokläufer, der nicht umkehrt, der sich zum Schluss selber richtet, ne? Bis in den Tod. Es wird ausgepokert bis zum Letzten. Ne? Und wenn es das eigene Leben kostet, ist alles egal. Ne? Das ist die Logik des Egos bis in die totale Zerstörung. Antonio, von ganzem Herzen bitte ich das Gericht in Spruch zu tun. Der ist fix und fertig, der schwitzt da, den haben sie schon auf den Stuhl geschnallt. Ja? Der wartet, dass der nun schneidet, dass er endlich sterben darf. Ne? Portia, nun wohl, so steht es denn, bereitet euren Busen für sein Messer. Shylock, oh weiser Richter, wackerer junger Mann. Portia, denn des Gesetzes Inhalt und Bescheid hat volle Übereinkunft mit der Buße, die hier im Schein als schuldig wird erkannt. Shylock, sehr wahr, o weiser und gerechter Richter, um wie viel älter bist du, als du aussiehst? Köstlich. Portia, deshalb entblößt den Busen. Shylock, ja, die Brust, so sagt der Schein, nicht wahr, mein edler Richter? Zunächst im Herzen sind die eigenen Worte. Portia, so ist's. Ist eine Waage da, das Fleisch zu wägen? Also sie geht voll in die Schiene rein, ja. Sie spielt natürlich, sie weiß ja, was sie macht. Nicht? Sie hat ja den Joker schon in der Tasche. Aber sie führt das Ganze bis auf die Spitze. Das ist das Kunststück hier. Und bei guter Dramaturgie muss das ja auch so laufen. Man führt es wie im guten Hollywood-Film, ja, bis die Spannung bis auf den höchsten Punkt. Und dann erst, ne, kommt die eigentliche Geschichte raus.